Aber was wir wissen ist, was wir anschreien können. Anschreien, das geht besser. Und ich fahre, glaube ich, mal meinen Laptop hier runter. Wenn er jetzt hier vielleicht ein bisschen Internet. Könnte ja sein. Und irgendwie meine, ich weiß nicht, irgendwie meine Nase läuft in letzter Zeit sehr viel nach draußen. Uah, gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen ein bisschen andere Musik. Ist auch schön. Aber ich bin noch dafür. Macht euch bereit für 12 Stunden Musik. Ich halte nicht 12 Stunden durch. Nie und immer, aber ihr. Ich weiß nicht, was ist überhaupt. Es gibt da Leute, die streamen 3 Stunden, dann machen sie fertig. Ich bin ja auch so jemand. Meistens halte ich ja nicht ein und mache dann irgendwie. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ab 7. Plus minus ab 7 Uhr bis 11 Uhr. Aber vor 2 Tagen war da Burnout. Also da war es morgens um 3. Und das ist, glaube ich, 7, 8 Stunden. Und ich muss mir irgendwas überlegen. Ich kann ja nicht. Ich will zwar aufnehmen und ich will zwar mit euch da zocken und Bitte. Danke. Entschuldigung. Ja. Hatschi! So geht's auch. Ja, so geht's wirklich. Also langsam, ich habe auch Heuschnupfen und alles. Anna, du weißt es ja, du hast auch sehr viel, soweit ich noch weiß, dass du die da bist. Ja. Es ist einfach absolut doof. Ich muss zurzeit am Tag 3 Pillen schlucken. Einen nehme ich einfach so, weil ich das nicht gesundheitsschädlich ist oder so. Ist Magnesium-Tabletten. Ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob das nachweisen kann oder so, aber was ist denn so los hier? Ich habe irgendwie, wenn ich keine Magnesium-Tablette nehme, kann auch irgendwie nur Einbildung sein, aber irgendwie seither, seitdem ich die Tablette nehme, habe ich viel weniger Kopfweh und viel weniger Kopfschmerzen. Kann sein, dass ich irgendwie einen chronischen Mangel an Doofheit habe oder so eine Art. Oder an Magnesium. Aber ja, seither ging es mir irgendwie besser. Muss noch kurz hin. Nein, warum nicht? Ich will wieder unten oben durchkommen. Ich will einfach mal was bauen. Ich will wirklich dran bauen. Aber ich glaube, in dieser Nacht hier sollten wir auch mal pennen gehen. Denn am Tage ist es doch besser für mich und für euch da draußen. Für dich vor allem. Nur für dich. Und nun ja, in der Nacht zu arbeiten ist doch ein bisschen nicht heavy, aber ist einfach. Und ich sollte mich auch mal ein bisschen anbauen und anklotzen. Und ich sollte einfach mal wissen, ein Innenarchitekt soll ich mal anheuern. Ich baue nur irgendwie die Fassade und Co. Das ist irgendwie ein Problem bei mir. Die Fassadenbauten 3 hoch 5 oder so eine Art kann man mir nennen. Aber nein, ich bin ja nicht so. Mangel an Doofheit, das geht bei mir irgendwie nicht. Das geht nicht. Guck, das. Nein. Nein. Nein! Das darf nicht sein. Ja. Auf jeden Fall nicht ich. Ich hab das nicht. Nö. Hallo, Niro. Da. XD. Ja, ich bin gerade runtergeflogen. Tut mir leid. So, und wir bauen natürlich in Rot die Farbe der Liebe und der Aggressivität. Das Haus der Laden nach. Der Binnenladen. Nein, ich bin nicht Binnenladen. Gibt's den überhaupt noch? Ist da überhaupt noch existent, der Binnenladen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin davon eigentlich so gar nicht wirklich hundertprozentig, dass ich ja sagen kann, was da ist. Und ich will nicht nur runde Sachen bauen, ich will auch was anderes bauen. Ich will hier in Ecken was bauen, aber ich musste jetzt einmal alles bauen und da kann ich die ersetzen, so gesehen. Die Klötze ersetzen. Dann wird aber was abgebaut hier. Denn angebaut, ich weiß nicht, wie das ist, aber gut. Wir haben noch 11, wir müssen wieder näher gehen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Neda und so ist nicht, wir sind ja nicht Freunde. Neda und ich, wir sind nicht Freunde, das geht einmal gar nicht. Oh. Verschlägt dich immer im Schlaf. Die Anna verschlägt dich also immer im Schlaf. Häusliche Gewalt ist das A und O einer Beziehung. Muss man dran arbeiten. Noch leiser, die Musik? Ich hab die schon auf 100% niedrig. Ich bin ja 3000 Mal lauter als die Musik. Okay. Noch leiser? Krieg ich sie was gar nicht.
Dann ist sie aber fast gar nicht mehr. Aber gut, es geht ja nicht um mich, sondern um euch da draußen. Das muss ich auch ja merken. Aber ich glaube, ich sollte wieder in den Nether gehen und in den Nether Steine abbauen. Denn es geht so nicht weiter. Es geht so endlich weiter. Wir müssen einfach ranklotzen. Wir müssen uns ranklotzen und uns ranhalten und nicht irgendwelche Sachen labern und tun. Wir müssen wirklich was machen. Und der Erde kommt da hier ran und muss ja auch gehen. Knochenbruch. Warum ist geplant? Muss man einfach alles mal weggeräumen und in den Nähe gehen und einfach eine riesen Höhle abbauen. Also etwas ganz Großes. Wirklich riesengroß. Ja, logischerweise. Ihr dürft da erzählen, was ihr wollt. Keine Ahnung. Ihr seid zusammen. Wahrscheinlich, weil die Dame hat ja den Herren aufgeweckt oder geschlagen. Und ihr kommuniziert über den Chat. Okay, das ist irgendwie irritierend. Aber ich will da nicht drauf losgreifen und hier was machen. Aber gut. Brot geht immer vor. Der Kopf ist am Start, die Dame auch und der schlafende Kerl natürlich auch. Also Niklas in dem Sinne. Gut. Alles abklotzen, alles wieder reinballern. Und wir gehen in den Nether. Richtig abmurksen. So. Nehmen wir hier, nee. Doch, hier oben. Holz hier. Und wenn ihr zwei jetzt sagt, ihr bekommt ein Kind, dann habe ich ein Problem. Am Kind gezeugt, während ihr mir zugeschaut habt, dann ist irgendwas falsch gelaufen hier im Kindergarten. Ja, gut. Ziegel, Ziegel, Ziegelstein. Können wir hier unten reinschmeißen. Geht alles offenbar klar. Sand mal hinten durch. Ich weiß die. Hier, genau. Hier. Ach, Ziegel. Ja, natürlich noch Stein in den Händen. Wie immer eigentlich. Wir haben immer Hände in den Steinen. Fahren geht noch hier. Tralala. Leitern haben wir hier hinten durch, glaube ich zumindest. Jo. Erde. Haben wir hier zufälligerweise noch ein Werkzeug? Ein Werkzeug, mit dem man Erde bauen kann? Nein. Müssen wir noch bauen. Also ich hatte ein Bein, so zwischen seinen Beinen und ich schlaf so und hau ihn. Ja, das geht offenbar klar. Ja, kein Problem. In die vaginale Resistenz des Mannes zu hauen ist normal. Nein. Aber mit 16 Jahren ist es ja auch nicht so schlimm. Da hat man noch nicht so ein Gefühl da unten. Ich sag nichts mehr. Ich bin hier durch und zu. Eichen, Eichen hinten. Wir haben glaube ich ganz eine Natur. Viele Dönse hier, ne? Ja, genau, so rum ist ja hier. Wir müssen noch was machen hier. Wir müssen irgendwann noch einen Stein haben wir ja hier irgendwo. Genau, hier wollte ich einen Stein holen. Wie eigentlich geplant. Ich plane immer so was. Ich plane zu Haufen. Was eigentlich nichts, aber ist ja was anderes hier. So, eine Schaufel für den Notfall. Notfallschaufel nennt man sie auch. Nahrung, wir haben, sag mal, eine Glasscheibe dabei. Ach du. Ich kann es mir vorstellen, dass ein Knie in das die wertvolle Vagina eines Mannes wehtut. Das Wort habe ich gesagt, Vagina. Schamlippen, Doppelschein. Nein, ist aus hier. Ein Doppelwander. Ja. Nein, haben wir hier zum Beispiel noch ein paar, nein, ich will die Eisen. Haben wir zufälligerweise noch ein paar Sachen. Wir nehmen einfach mal Steine mit, weil wir wollen ja vielleicht was planen, ne? Da hinten. Ne, wir sollen zum Beispiel einen ganzen Stack hier mitnehmen, so rum. Oder nehmen gerade einen ganzen Füller hier mit. So, wir müssen auch ein bisschen was machen. Also zum Beispiel ja, Dingens Steinspitze ancraften, wenn die nicht mehr kommen. Und wenn die eher nur hinüber sind und wenn die nicht funktionieren und ja. Gibt das so gesehen, häusliche Gewalt ist nicht so fern, wie man meint. Es gibt sehr viele Paare. Normalerweise leidet die Frau darunter. Bei euch ist es, glaube ich, genau umgekehrt. Ist kein Problem, da gehe ich damit. Aber normal, es soll nicht normal sein, dass man eine häusliche Gewalt hat. Man sollte ja theoretisch sehen, wenn man zusammen irgendwie auskommt, oder zusammen wohnt und zusammen irgendwas hat, dann soll man auch irgendwie, sagen wir mal so, dann sollte man sich respektieren und
Ich glaube, mit den Eiern quetschen oder hauen ist es, glaube ich, nicht getan. Also, da ist irgendwie da sind falsche Synapsen angegangen und haben da was falsches gesendet. Aber ich bin auch nicht der Hengst und auch nicht der, der was machen sollte und was hier gerade am Start im Schlüssel hat, 10.000 Frauen. Ich will auch nicht so viel. Also, mir reicht schon eine maximal. Das geht alles klar. Eine ist genug und, Hier hört man ja andere Sachen. Er hat mir mal mein Handgelenk gerochen. Na, ist nicht so schlimm. Also Handgelenke sind ja nicht so schlimm. Wieso? Also wenn du einen Tippfehler gemacht hast, den gebrochen, das ist schon schlimm. Aber gerochen? Ein Handgelenk gerochen? Ist nicht so schlimm. Wenn dann plötzlich... Es gibt irgendwie solche... Soll man sagen, in einer Beziehung gibt es so gesehen solche Tabus. Wie zum Beispiel, ich weiß es nicht. Ich sage nichts. Es hat wahrscheinlich jede Beziehung andere Tabu und so, whatever. Aber wenn du zum Beispiel plötzlich einfach aus Lust eine Frau, einen Mann in den Lustberg greift. Klingt ganz doof, aber ja, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist irgendwie unwahrscheinlich. Aber ja, liegt auch so, wenn wir gerade hier. Wir haben hier keine Werkzeuge mehr. Okay, gut, dass wir das irgendwann genommen haben. Ach, gebrochen. Ja, das ist... Und jetzt immer noch zusammen. Oh. Hier geht es dick und dünn. Okay, also was anderes. Gebrochen, nicht gerochen. Das ist klar. Das ist was anderes. Das tut schon ein bisschen weh. Mehr weh. Ja, man hätte auch nicht immer auf Shift klicken müssen. Ja, jetzt habe ich den Salat hier. Ach, du Scheiße. Chip, oh, chip. Gebrochen? Ja, wenn du nur... Nur das Handgelenk, ja. Ach so. Ein Tipp. Ein größeres Bett. Ja, Einzelbett ist eh zu klein. Aber man denke doch mal, man hat teilweise ja... Man muss immer... Es gibt... Ha! Ausgetrickst. Die Themen, die wir haben, ist exzellent. Exzellent dezent. Exzellent dezent. Ist auch schön. Das reimt sich sogar. Jetzt haben wir auch Licht hier hin. Also, schön Licht, muss man wirklich sagen. Nicht irgendwie so blödes Licht, das ihr irgendwie von Fackeln geht, sondern naturales Licht. Ein größeres Bett. Ja, das kaufe ich übrigens auch. Also, jetzt wenn ich umziehe in der WG und vielleicht, ach, quietschen. Wasserbett wäre bestimmt gut. Ein Wasserbett wäre doch. Das wäre doch bestimmt was, ne? So ein Wasserbett, das könnte man doch machen. Also, ich glaube, da muss einfach die. Sieht ja Frauen und auch vielleicht Herren eher weniger, aber es sieht Frauen. Die haben ja die Nägel bis zum Weißgott was lang und schneiden sie nicht. Und, ja, ein Wasserbett wäre da nicht so schön. Und, hallo, I'm Red. Rift, willkommen und danke, dass du zugeschaltet hast. Wir sind in einer guten Runde und wir haben keine Themen, die wir quatschen können, nur über, glaube, Wasserbetten, Beziehungen und Knochenbrüche auf Beziehungen oder bei Kinderzeugungen oder fast Kinderzeugungen, so gesehen. Das geht alles klar, da haben wir alles tutti frutti hier durch, aber ich glaube eher, wir sind hier verschollen und können nicht weiter, da hier irgendwie, ach, zum Glück war eine Steinspitzhacke mit dabei, gut. Zum Glück war hier ein paar Fackeln dabei. Ein paar gleich zwei. Das ist offenbar. Und können wir hier theoretisch gesehen die Lava so rundherum lenken? Damit sie dann wirklich schön fließen würde? Also zum Beispiel, also hier müssen wir dann durch, ne? Ich sehe aber noch hinten nichts. Oh, was? Ah, okay. So rum. Ich habe Hunger. Na, ich auch. Es ist doof. Ich habe echt Hunger. Also, nein, ich habe gerade gegessen. Das ist schön. Eigentlich wirklich sehr schön, dass ich gerade gegessen habe. Das ist wirklich so schön. Och, der Herr hat wieder weggeschaltet. Ist kein Problem, mein Herr. Es gibt auch Leute, die mögen meinen Kommentar. Sie nicht. Ich weiß nicht. Was, wie jetzt? Kommt mal, Typ mir, was? Ich will das hier.
Hallo? Ich bin hier auch schon. Kann man nicht kochen oder so? Ach, jetzt. Was ist denn jetzt hier los? Ah. So, nun muss ich hier bestellen. Ist ja was so von Lobob-mäßig hier. Da kochen eine Dame. Das ist, wäre theoretisch gesehen schöner. Wo ist denn das? Das Vieh hier. Wir haben, glaube ich, Probleme hier. Wir brauchen einfach nur. Wie viel Sex haben wir schon? 5 knappe. Also jetzt 4,5 so gesehen. Tja. Ich glaube, das führe ich so weiter, ne? Also es wäre bestimmt nicht mal so schlecht, wenn ich das alles hier weiterführe. Damit ich irgendwie nicht separat Fackeln haben muss. Kochen! Na erst! Willst du, dass die Bude abfackelt oder abbrennt? Na logo. Also nee, ich koche immer selber und alles. Und mir hat noch nie Bude abgebrannt. Ich kann kochen. Das ist einer meiner Stärken, sagen wir mal so. Wenn das in der Form wissen will, das ist einer meiner Stärken, das ist wirklich so. Ist kein Scherz. Kochen, backen, alles. Ich liebe das sogar. Ich kann das sogar. Eigentlich sogar sehr gut. Es gibt Frauen, die können das schon schlechter als ich. Es gibt wirklich solche, die können oder. Ich weiß, es ist. Kochen ist A und O. Kann man gar nicht. Es gibt Leute, ich glaube gar nicht, dass Leute es nicht können. Man muss einfach anfangen und man muss es tun und nicht irgendwie 12.000 Meter drum rumrennen. Oh, scheiße, Spitzhacke wieder kaputt. Das treibt mir den Nackenschweiß unter den Armen raus. Ja, dann koch uns was und schick rüber. Ja, bis es ankommt, ist es durch. Dann zerknicken. Bis das da in Deutschland ankommt, das ist weg hier. Okay, wie weit geht das hier noch? Okay. Haben wir es rausgefunden, es geht so weit. So, hier. Und zwar habe ich eigentlich gesehen, hier einen Stock tiefer machen. Das wäre auch so was, ne? Wir bauen hier Abbau nach Maß. Das geht auch so was. Also wir bauen hier wirklich schön ab. Mit Licht sogar. Mit Passivlicht. Mit gar nicht aktiv. Das geht sehr gut. Und ja, ich bin es gar nicht so gewohnt, mit Aktivlicht zu schaffen. Klingt doof. Aktivlicht. Was ist das überhaupt? Aktivlicht. Nee, Licht, nicht Licht. Mann. Auch durch. So rum. Das hier muss weg. Weg. Kann man wieder. Endlich wieder laufen. Dann viel Spaß auf dem Klo, meine Dame. Wünsche noch schönen Tag, ne? Also, und guten Rutsch ins Zeitung lesen und fäll nicht runter, wenn du. Man kann ja auch. Kann man überhaupt so tief sinken, wenn er runter. Also rein. Reingreift in dem Sinn. Also nicht reingreifen, sondern reinfällt. Geht das überhaupt? Aber ich glaube, ich rede wirklich um einen heißen Brei herum. Ich glaube, es ist einfach die, einfach was die, ach, bestell doch irgendwie, was gibt's auch zu bestellen? Ich habe noch nie bei einem Lieferservice bestellt. Was gibt's überhaupt so? Na, ist ja tolle Wurst. Ist hier aus? Komm her, weg hier. Guck. Husch weg. So rum wollte ich mir eigentlich loben. Und nun bauen wir einfach rundherum. Oh. Na klar, wieder weg hier. Nee, das kam alles weg. Dann hier bauen wir. Okay, dann. Ich frage mich, was gibt's? Was kann man überhaupt alles? Ich habe so vieles langsam. Was kann man alles als Lieferservice oder einfach bestellen? Frage ich mal wirklich, was kann man alles bestellen? Es gibt langsam so viele Sachen, die man bestellen kann, das ist ja fast ungeheuerlich. Nein, das war total falsch. Das war falsch. Oh, jetzt haben wir was kaputt gemacht, oder? Ja. Na, jetzt haben wir mal hier, ja. Das totale Chaos.
Das ist totale Chaos.